Willkommen, meine lieben jungen Gäste, zu einem neuen, was auch immer das hier ist, mit Izzy zusammen. Wie heißt denn das hier ja, überhaupt? Ja, Ramble heißt das. Ramble! Ramble! Ja, Dene, was machen wir hier? Wir sind jetzt im Wald gelandet irgendwie, alles genau. Ziemlich grün. Die erste Folge findet im Wald statt. Ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt erstmal, was ist ein Ramble überhaupt? Was soll das überhaupt bedeuten? Und was bedeutet das, Izzy? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ramble heißt ja, glaube ich, übersetzt sowas wie Gefasel oder sowas? Heißt aber auch Wanderung. Heißt aber auch Wanderung, aber dann als Nomen. Richtig, aber wir benutzen es als Verb mit Ausrufezeichen. Genau. Das ist das Ausrufezeichen. Das heißt, wir müssen in diesem Format ramblen. Also, wir ramblen einfach wild rum. Genau. Also wir hatten ja schon mal angekündigt im alten Dänerstag und auf Isis Kanal. Ewigkeiten her. Mensch. Kennt ihr wahrscheinlich nicht die mehr. Die guten ne? alten Zeiten. Ah, ja, früher war alles besser. Früher, können wir auch mal drüber reden. Früher war alles besser. Das ist besser. Auch ein Thema. Ja. Da haben wir gesagt, wir machen mal, Izzy und ich machen jetzt ein Format zusammen. Und zwar kommt das jede Woche einmal auf meinem Kanal, einmal auf, also heute Samstag und jede Woche auch auf deinem Kanal. Und zwar am Mittwoch. Ja. Link zu Izzy ist in der Beschreibung, auf jeden Fall so abchecken. Und was machen wir hier? Wir ramblen einfach über irgendwelche Themen. Genau, und die Themen könnt ihr uns zum Beispiel twittern mit dem Hashtag Ramble oder auch bei YouTube hier unten einfach kommentieren. Richtig, und da haben wir uns auch schon einen Kommentar rausgesucht. Richtig, beziehungsweise einen Tweet und zwar von Simon S. von @terion213, der geschrieben hat, @denatv, @easyofficial, wem würdet ihr es gönnen, Dschungelkönig zu werden? Hashtag Ramble. Hashtag Ramble. Hashtag Ramble. Ja, Dena, wem würdest du es gönnen? Ich muss ja ehrlich, also jetzt, das ist jetzt unser Thema Dschungelcamp sozusagen. Passt ja auch, ne? Wir sind ja auch quasi gerade im Dschungelcamp. Wir haben uns, wir dachten uns, nur, bei dem Thema müssen wir uns natürlich auch den passenden Raum suchen. Ja, nur, dass unser Dschungelcamp halt Birken hat. Ja, das aber weißt du, ist ein bisschen Fantasie und so weiter. Ja. Ein bisschen Fantasie ist das hier, das Dschungelcamp. Stellt euch einfach vor, wir wären gerade im Dschungelcamp und dann passt das schon. Denke ich auch. Ja, hast du, guckst du überhaupt das Dschungelcamp? Nee, ne? Shit. Ich ja auch aber nicht. Aber kennst du irgendwelche, aber wenn wir sind ja auf Twitter aktiv, ne? Mhm. Da ist ja jedes Mal, wenn er so läuft, Hashtag IBES läuft da komplett durch. Und das ist ja durch. Permanent oben in den Charts da. Durchgehend online ist das. Ja. Und da kennt man ja auch, manche Namen sieht man da. Also Larissa sagt mir jetzt irgendwas von Larissa? Namen. Larissa? Und wie war der? So Winfried oder sowas? So ein Schauspieler war da noch. Ist der das? Nee. Das weiß ich nicht. Ich habe mal gelesen, irgendwie, dass Angela Merkel auch drin ist. Wer ist? Ja, ist auch im Camp? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, da bin ich gespannt. Die hat mal irgendwie gesagt, was ist ihr Lieblingsfilm oder irgendwie sowas. Und das ist so ein DDR-Film gewesen. Mhm. Und der Hauptdarsteller von dem Film, der ist jetzt im Dschungelcamp. Ja, dann ist das der. Ist das ja, der? Das ist der. Das ist der mit diesen Locken, dieser okay. alte Typ. Warum macht der das? Ja, der Film ist schon lang her, ne? Okay. Und der will einfach wieder geht die niemand Öffentlichkeit, mehr ins Kino ne? so. Also in den Film wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Ich wüsste nicht, wo der noch ausgestrahlt wird. Vielleicht illegal im Untergrund wird er noch irgendwo gezeigt und so. Okay. Aber weil es verboten ist, den jetzt auszustrahlen. Weil wenn es verboten ein Film ist. 10 Jahre alt ist, nein, sofort stopp, kannst du genau. nicht ausstrahlen. Ja. Okay. Der will halt irgendwie wieder in die Öffentlichkeit treten, ne? Okay. Und kriegt vielleicht auch ein bisschen Cash von RTL. Wie viel Schätze bekommt man da so? Ich habe mal gelesen, die bekommen so um den Dreh immer so 30.000, 25.000. Aber ich habe bei dem Wendler, der Wendler ist ja auch dabei. Guck mal, wie viel ich weiß. Der ne? Wendler war dabei, ne? Der ist ja ausgestiegen. Ich dachte, der wollte das wieder rein. Das habe ich sogar mitbekommen. Ich habe auf so einer der Zeit wollte gelesen, ja jetzt ich wieder will rein. Wieder rein. Ja, der war erst drin. Okay. Dann hat er gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich bin auch bald irgendwie auf Tour und so. Und dann ist er einfach raus. Also ich hatte so spontan gedacht, ich gehe jetzt mal auf Tour. Dschungelcamp ist nichts für ihn. Ja, der meinte, das ist ja dann irgendwie, glaube ich, so körperlich und so ist das ja. nichts für ihn. Und der musste ja auch so ein bisschen. Und das kann der ja Vater hat auch voll über den gelästert und meinte irgendwie so. Der Vater von dem? Ja, der hat irgendwie in so einem Telefonat, habe ich gehört, hat er gelästert. Der meinte, ja, da hat er nicht seinen goldenen Wasserhahn und so, das hält er nicht lange aus da drin. Und der hat irgendwie auch, der meinte, er bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die er sich gewünscht hat. Und dann ist er rausgeflogen und dann hat er irgendwie ganz viel Aufmerksamkeit bekommen und dann wollte er dann wieder rein, weil dann hat er seine Aufmerksamkeit gehabt. Das ist ja ein sehr... Also sehr so habe ich das zumindest mitbekommen. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob es ganz genau so ist. Ich hoffe ja, wir haben ein paar treue IBES-Zuschauer. Hoffentlich. Hoffentlich. Ist ja sehr wertvoll, ne? Und eben, ich denke auch, das ist auch eines der höchsten Kulturgüter. Das Ding hat ja auch einen Grimme-Preis bekommen letztes Jahr. Das ist so ein Fernseh... Oder heißt das? Ich rede bestimmt was? Schwachsinn. Als ob. Aber so ein Fernsehpreis, doch wirklich. Ich weiß auch nicht, in was für einer Kategorie ja, oder wahrscheinlich so. Wahrscheinlich wegen den Zuschauerzahlen. Es hat ja mega viele Zuschauerzahlen. Ja, aber nicht nur, sondern auch, weil das irgendwie gut sein soll, irgendwie so. Aber das ich finde das so sein. Gar nicht gut so. Weil das für mich ist das halt so, man schaut aus der Ferne, jeder Idiot kann aus der Ferne zuschauen und sich besser fühlen, weil das immer noch größere Spasten sind, die da sind. Oder zumindest so dargestellt werden. Also typischer RTL-Effekt. Genau. Das ist das Ding. Es ist wie mitten im Leben, nur dass da noch Promis in Anführungszeichen da sind, wo die niemand davor ja, kennt wobei, eigentlich. Aber was sind da für Promis dabei? Ja, Wendler. Wendler und sonst, und
Wendler kennt man. Den Schauspieler kennt vielleicht irgendwie unsere Eltern vielleicht oder sowas. Ja, oder Angela Merkel zum Beispiel. Oder Angela Merkel ich kennt den. Ob die das guckt, glaubst du? Bestimmt. Okay. Boah, wenn Angela Merkel das Dschungelcamp gucken würde. Wenn guck mal, das, die arbeitet, wenn die öffentlich immer, die arbeitet ist, immer lange und das Dschungelcamp guckt immer ziemlich spät, so, dann kommt es auf so einen langen Tag. Das ist eigentlich ihre Zeit, ne? Denke ich nämlich auch. So. Und dann schmeißt sich nochmal so von Fernseher. Und so, guckt sich die voll Idioten in den Dschungelcamp. Aber kannst du dir vorstellen, dass sie so einen fetten Flachbildfernseher hat? Oder? Die hat einen Beamer. Und alle Konsolen. Ich kann mir auch vorstellen, die hat noch so einen alten, kleinen Röhrenfernseher, so, weißt du? So eine boah, das wäre richtig lustig, ne? So einen kleinen, der auch erstmal braucht, bis die Farbe erstmal kommt. So nach einer halben Stunde sind erstmal alle Farben so richtig da. Ja, aber würdest du ins Dschungelcamp gehen? Oder warte mal, wo ist eigentlich der richtige Unterschied zwischen Dschungelcamp und Big Brother? Weil du meinst gerade, ja, dann gucken die irgendwie so Idioten zu oder so. Big Brother musst du halt nicht so ekelhafte Prüfungen machen, ne? Ja. Also eigentlich ich glaube, die Aufnahme hat kurz gestockt, weil die Kamera nach 20 Minuten immer kurz anhält oder so. Oha. Aber wir schneiden das einfach so weiter. Aber wir reden noch gar nicht 20 Minuten, egal. Wir reden 20 Minuten? Nee. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war eher so 8 Minuten. Ja. Vielleicht auch 5. Würdest du schätzen, 6 oder 7? Ja, unten steht es doch. Guck doch, da. Ah, okay. Aber ich sag's euch nicht. Könnt ihr auch nicht nachgucken. Da. Hui. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Der Unterschied zwischen Big Brother und Dschungelcamp. Dschungelcamp ist ja Big Brother in Hardcore praktisch. In Hardcore. Das ist doch wie alle überall Kameras und so, nur es im Dschungel ist. Und Prüfung. Aber die haben doch Prüfung gibt es bei Big Brother auch. Aber die sind halt nicht so ekelhaft. Ich habe nie richtig geschaut. Ah, das ist alles. Aber das ist eigentlich halt ist doch genau das Gleiche, nur dass die Prüfungen ekelhafter und krasser sind irgendwie. Eben. Ne? An sich ist alles so ein Sozialexperiment-Ding, so, wo man halt schauen kann, wie sich Menschen in Extremsituationen verhalten. Wäre das was für dich, Dela? Nein. Nein! Gut, ich will da nicht rein. Nein, bitte nicht. Lasst mich hier. Aber wir haben ja. Der Wald ist schon zu viel. Ich finde auch, also ich fühle mich auch unwohl hier. Der reicht. Nö, ich finde es schön. Wir haben auch Wiese grün, hier unten, aber das sieht man nicht. Da, nee. Nee, leider nicht. Sieht man nicht. Ja, schade. Egal. Aber an sich ist ja. Zum Glück sind wir keine Aliens, sonst könnte man uns jetzt nicht sehen. Ja. Wenn wir Aliens sind? Ja, die sind halt grün, ne? Weißt du doch. Ich kenne aber auch andere Aliens. Welche zum Beispiel? Ja, die blauen und die roten. Und wo wohnen die? Ja, das sind so Teletubbies. Ach so. Du würdest Teletubbies als Aliens bezeichnen. Was ist das denn? Haben die nicht auch so ein komisches Haus und so? Ja, die haben auch einen komischen Staubsauger. Aber das sind ganz andere Themen. Warum würdest du nicht... Darüber reden wir in einer anderen Folge von Ramble. Ramble. Na, ja, wäre nichts für dich, hast du gesagt, ne? Willst du da nicht rein? Nee, eigentlich nicht. Nee. Nö, also nee, dann machst du nicht. Ist für mich keine Option eigentlich. Dann lass es doch. Ja, okay. Hast du schon ein paar Anfragen bekommen für Big Brother? Durchaus, ja. Es haben ja YouTuber schon Anfragen bekommen dafür, ne? Also ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, ob es auch öffentlich war, aber ich glaube, so jemand wie Simon Desue. Ob es auch öffentlich war? Du weißt schon, dass er drin war dann, ne? Ich meine jetzt nicht Big Brother, sondern Dschungelcamp. Ah, okay. Ob der da auch eine Anfrage dafür bekommen hat, ist natürlich so die Vorbereitung sozusagen. Erstmal Big Brother und dann auch so Dschungelcamp. Stimmt. Weil Big Brother, haben wir ja eben gelernt, ist nur so die leichte Version vom Dschungelcamp. Eben. Würde ja perfekt passen. Simon, warum bist du nicht drin? Eigentlich schon. Also wenn er das Geld braucht, dann würde er es vielleicht. Also wer weiß nächstes Jahr. Ich denke, es werden auf jeden Fall mal YouTuber da sein. Auf jeden Fall. Boah, ich bin richtig gespannt. Also aber wer wird gut, der Big Brother war ja schon der erste YouTuber, Simon Desue. Ja. Ich habe gehört, Line TV hat auch eine Anfrage bekommen für Big Brother. Ja, aber hat er abgesagt. Hat auch, glaube ich, ein bisschen über Simon Desue gelästert, dass er das gemacht hat, ne? Ja, war ein bisschen enttäuscht von ihm. War dann ein bisschen enttäuscht. Ja, du meinst, war der erste YouTuber im Dschungelcamp, ich glaube, nächstes Jahr. Nächstes Jahr schon. Wenn dann noch eine Staffel kommt, aber kommt noch eine nächstes Jahr? Stimmt, das ist super erfolgreich, das Ding. Okay. Obwohl Leute drin sind, die keiner kennt, ne? Ja, aber es ist eben dieses Sozialding. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, was ich nicht mehr gemacht habe, weil du zwischengerambelt hast, so. Dann sagst du jetzt so. Ich war einfach so zwischengerambelt. Ja, das Ramblen ist halt immer so ein Durcheinander, ne? Ja, stimmt. Das ist schwer zu kontrollieren, Ramble. Ja, ich merke schon. Muss man immer im Schacht halten und so, aber das ist nicht ganz so einfach. Wir proben uns ja noch im Ramblen. Also ja, wir sind, das ist ja die erste Folge. Das ist der Anfang. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Rücksicht, dass wir noch nicht so die Ramble-Rambler-Profis-Ramble sind. So, ja, ne? Wir sind noch Amateur-Rambler. Greenhorns. Auf jeden Fall, Minecraft Hero sagt vielleicht ja manche von meinen Zuschauern was, das ist ja das große Minecraft-Projekt. Und ich baue ein bisschen Holz ab. Auf jeden Fall. Scheint kaputt zu sein. Du kannst ja nicht hier rumandalieren, sonst lassen wir uns hier nie wieder filmen. Na gut. Nie wieder lassen wir uns filmen. Kommst du zu deinem Thema, Lena? Minecraft Hero. So, das ist eigentlich auch so ein Sozialding im Endeffekt. So, wir bauen dazu auch Sachen und im Dschungelcamp muss man auch irgendwie Prüfungen machen und so weiter. Aber das Hauptding ist eigentlich das soziale Miteinander von den Menschen. Das heißt, ihr habt euch Hero vom Dschungelcamp abgeguckt? Andersrum. Andersrum, ja, natürlich. Aber
Nee, aber das Ding ist, beim Dschungel, bei Minecraft Hero sind das sozusagen alles Hero, ne? Sind alles Helden so. Oder sind zumindest du bist so. Zum Beispiel einer. Sind, ich bin ein klassischer Anti-Held, aber. Schon ein Anti-Held. Der eigentlich auch nichts hinbekommt und so weiter. Aber es ist halt so eine. Ich bin Diktator, ja. Im Vom Dschungel Beruf. Auch. Beruf, mein Name Dana. Diktator. Wenn ich in den Dschungel gehen würde, würde ich auch sofort so Diktator werden, nämlich so ein Spiel, ja? Dann müssen alle mal so beten und so. Erstmal Regeln aufstellen, ne? Genau, klar. Ja, das finde ich echt gut. Du bekommst nur Essen, wenn du sagst, lang lebe King, junge Dana. Richtig, lang lebe Stadt Rot und so weiter. Camprot dann vielleicht. Camprot. Und dann sagst du darfst heute nicht duschen, du hast irgendwie das Schwarzpulver nicht in die Ecke gelegt. Genau, richtig. Das mit dem Schwarzpulver war ja auch eine Sache, ne? Hier in Köln hat er auch nicht funktioniert mit dem Schwarzpulver. Ja. Hat irgendjemand eine Bombe da hinten? Aber da sieht man ja. Man sieht das von hier nämlich, da hinten, sag ich dir, da wo der Kran ist, da. Da lag die? Da lag die Bombe. Und die haben die mit dem Kran da rausgezogen. Also wenn ich weiß, worum das geht, hier war eine Fliegerbombe in Köln. Ich konnte nicht nach Hause, weil das da in der Nähe war. Und dann haben die Polizisten gesagt, nö, lassen wir dich nicht rein. Und dann kannst du Diktator sein, wie du willst? Du kommst hier nicht rein? Bin ich einfach hierhin zurückgelaufen. Und in den Wald. In den Wald rein. Hier war niemand, bin ich wieder rausgegangen. War auch unheimlich nachts im Wald, ne? Ja, für die Geräusche und so, ne? Geräusche auch. Und dann haben wir oben hier aus dem Fenster geguckt, wo alles dunkel war. Das war so hell erleuchtet, es war wunderschön. Und dann wurde die Bombe da gesprengt und man hat einfach nichts mitbekommen davon. Gar nichts. Habe ich auch gelesen, hat kein Mensch gehört. Wieso war es da hell? Es war doch keine Atombombe, wieso hat das da geleuchtet? Ja, das, weil die es beleuchtet haben. So richtig. Ja, weil die es beleuchtet haben. Wir saßen da hier so chillig so und so. Und im Hintergrund explodiert das und nichts ist passiert. Was hast du denn erwartet? Die Ultra-Explosion mit so einem Pilz? Ja, so ein Feuerball-Junge oder so. So ein Feuerball-Junge. Ja, nee, da war vorne nicht, war ne? Das. Ja, aber war wohl nicht. Und jetzt bin ich voll. Hätten die alle ihr Schwarzpulver abgegeben, schon damals, genau. Dann wäre das überhaupt nicht passiert. Das meine ich ja. Das heißt, du warst mit deinem Diktatorstatus da schon ich ja gesagt, auf dem richtigen Weg. Ja, richtig. Das Problem ist nur, dass der Diktator dann natürlich über dieses ganze Schwarzpulver verfügt. Ja, ja. Und im Fall des Falles alles zerstören kann. Wenn du noch Wahlrecht abschaffst. Ja, aber ist doch in Ordnung. Ich bin ein vernünftiger Typ. Aber gut, dass wir über das Dschungelcamp reden. Das ist eben Rainbow. Da geht es überall drumherum. Man weiß nie, in welche Richtung es geht. Das ist so ein Fluss. Ja, wir sind auch im Flow. Wir sind im Tunnel. Total im Flow. Im Tunnel sind wir jetzt. Wir können an nichts anderes mehr denken als an Bomben und das Dschungelcamp. Und das zusammen ergibt eine Bombenstimmung im Dschungelcamp. Gestern war Bombenstimmung in Köln. Das war toll. Deswegen habe ich auch nur 2 Stunden geschlafen, deswegen bin ich auch mega fertig. Weil du so Angst hattest, dass sie vielleicht doch noch explodieren könnte? Nee, eigentlich nur, weil ich dann spät nach Hause konnte und wenig schlafen konnte. Na, nehmen wir den einfachen Weg. Auf jeden Fall, Minecraft Hero, das will ich noch zu Ende bringen. Ja, mach ist ruhig. Sozusagen auch, das Interessante sind eigentlich die sozialen Interaktionen zwischen den einzelnen Teilnehmern. Zum Beispiel Untergrund und... Eben, und das ist auch beim Dschungelcamp ja so, zwischen den einzelnen Teilnehmern so, ne, wer hat wen gedisst und hier und der nervt und hier dies und das. Deswegen? Aber das Ding ist, beim Dschungelcamp werden die als Opfer dargestellt und bei uns sind das so Persönlichkeiten, Heroes in Anführungszeichen. Ah. Und das ist so, beim Dschungelcamp ist das so ein bisschen menschenverachtenmäßig. Das heißt, ihr wollt mit dem Begriff Heroes zum Beispiel kaschieren, dass ihr eigentlich Opfer seid? Ja, wir sind schon Opfer, stimmt schon, ne? Okay. Aber das finde ich so der Unterschied und deswegen, ich finde das halt nicht cool, wenn man so menschenerniedrigende Sachen macht, aber es schauen ja Millionen und wahrscheinlich auch einige von euch, aber ihr könnt es auch einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn von IBES, Hashtag IBES haltet. Ansonsten würde ich sagen, war es das schon von der ersten Folge Ramble, richtig? Ja, wir haben uns gegen Ende schon ein bisschen warm gerambelt, ne? Wir sind jetzt richtig heiß auf jeden Fall. Na, vielleicht noch 2-3 Folgen sind wir offizielle Rambler. Ich denke auch. Wir nehmen jetzt auch gleich, wir suchen uns einfach so ganz spontan gleich einen neuen Raum und nehmen eine weitere Folge auf. Die erscheint dann aber auf Isis Kanal und zwar an welchem Tag? Am Mittwoch. Am Mittwoch. Also jede Woche Mittwoch kommt eine Folge auf Isis Kanal, jede Woche Samstag kommt eine Folge auf meinem Kanal. Mhm. Also checkt Isi auf jeden Fall aus, abonnieren könnt ihr bei Isi auch. Abonnieren ja, sehr gerne. Könnt ihr hier auch, also müsst ihr nicht, aber können sie, ne? Ist möglich. Wie macht man das? Ich glaube, das ist so ein Button, ich bin mir nicht sicher. Ja. Okay, gut. Also so ein Abonnieren-Button müsst ihr. Das ist so ein Abonnieren-Button. Dann okay. Dann müsst ihr eigentlich auf jedem Kanal sein. Echt? Krass, war schön. Ja. Ansonsten folgt uns einfach auf Twitter. At Isi Official. Genau. Und der Isi Official. Korrekt. Und der Dena TV. Richtig. Und Instagram haben wir auch. Links stehen auch hier irgendwo auf dem Bildschirm wahrscheinlich gerade oder in der Beschreibung drin. Vielleicht findet ihr das ja. Wäre cool, wenn ihr das schafft. Sollte nicht so schwer sein, das zu finden. Ich meine, da steht's ja. Und hier vielleicht auch. Irgendwo hier. Vielleicht auch oben.
Das Ding ist, während das Ganze, ah, ja, das, wir wissen noch nicht, wie das um uns herum aussieht, das baut uns gerade noch der Phil zusammen. Der Phil von den Bullshizzles. Bullshit-TV. Der Kanal ist auch mal unten in der Beschreibung, würde ich sagen. Packen wir auch unten rein. Klar, für das Design. Auch der Name ist im Brainstorming mit ihm zusammen entstanden, ne? Das stimmt. Also Lampel auf jeden ist Fall zusammen mit ihm entstanden. Auf jeden Fall Props an ihn, würde ich mal Props sagen. Props an den Phil, Bullshit-TV abonnieren. Und natürlich ihn. Ja. Wenn ihr die nächste Folge sehen wollt, wenn nicht, dann macht das keinen Sinn. Also, das war's. Schreibt uns noch Themenvorschläge für die nächsten Folgen, also rein oder auf Twitter mit dem Hashtag Rambo. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder auf Isis Kanal. Ja. Tschüss. Ciao.